Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Diese Folge werde ich einfach die Zeitflöte einsetzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau das funktioniert. Oh Cosma, man hört am Duellberg, hattet ihr alle Hände voll zu tun. Sofort hat sich Sorgen um euch gemacht. Los, lauft schnell zu und beruhigt ihn. Ja, aber zuerst gehe ich noch ins Pokémon Center. Ach nein. Das ist erstens nicht das Pokémon Center und zweitens war stark gerade. Hier müsste Sophos wohnen. Hey Sophos. Wer, das ist nicht Sophos. Bist du Sophos? Ja, es ist Sophos. Oh Cosma und Nelk, du auch. Gut, dass ihr wieder hier seid. Und wie stets konntet ihr die Leute vertreiben, die den Duellberg besetzt haben? Ja. Ganz meine Enkelin und du warst auch großartig. So ist das also. Ihr habt von Gardio die Zeitflöte bekommen, dann solltet ihr also schnell wie möglich zum Sanktuarium im Heiligenwald gehen und Celebi rufen. Was wird wohl geschehen? Ich bin ganz gespannt. Ah, natürlich, das hätte ich fast vergessen. Nick, du musst mir noch die Nummer deines dieses Dings verraten. Nick gibt sowas die Nummer seines P-Data. Sehr schön, wenn sich irgendwas ereignet, werde ich hier mit Bescheid geben. Und damit sind wir die anderen Brieffreunde. Hohohoho. Sehe ich genauso. Wo muss ich hin? Nicht. Bitte sag mir, dass nicht wieder das passiert. Na gut. So, wer bist du? Langweilig, bist du langweilig. Ah, nö, und Cosma, hallo, gut, dass ihr wohl auf seid. Ist das etwa, das ist doch die Zeitflöte, man sagt, wer hat. Sie hat, der hat die Macht, Celebi zu rufen, aber soweit ich weiß, kann man Celebi nur ein einziges Mal rufen. Überlegt euch das also gut, bevor ihr sie einsetzt. Ich mach's einfach. Ich würde ja anfangs alle Pokémon fangen, aber da habe ich jetzt noch keine Lust zu. Ich will einfach nur die Story sehen. Cool Parkter. Okay. Willst du die Akte lesen? Ja. Celebi, bei der Kryptoerlösung spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein Faktor von höchster Brisanz ist Celebis einzigartige Macht. Trifft ein Kryptoproben auf Celebi, erinnert es sich an seinen Notzustand und öffnet die verschlossene Tür zu seinem Herzen. Auch das Sanktuarium von Emeritai scheint eine Kraft zu verstreben, die den Vorgang der Erlösung zum Abschluss bringen kann. Ohne die Ausschaltung dieser Faktoren würde es schwer sein, unsere Pläne zur Etablierung der Krypto-Pokémon zu verwirklichen. Professor Kulpa, Leiter des Pokémon-Labors. Das ist ein Pokémon, dessen Herz gehört. Noblat. Die Tür zum Herzen von Loblatt ist offen. Loblatt erinnert sich nur noch wieder an die Attacke Sonntag. Ach man, dann bekommt jetzt die Erfahrungspunkte. Das ist gut. Hä? Achso, es entwickelt sich auf Level 33. Da war ja was. Episch. Ein Band. Nein. Oh nein. Komm jetzt nicht damit. So, das Video ich mal kurz durch. So, Riesalz. Ist die Attacke nicht schlecht? Nun geht. Ja, entwickelt sich einfach, okay. Gut. Ich hab die ganze Zeit die Taskleiste im Bild. So, jetzt nicht mehr. Oh man, das ist ja genau. Das ist genauso wie im Pokémon Super Mystery Dungeon. Wo man die. Wenn man die Pokémon entwickeln will. Ich hab nicht mal alle Pokémon dort. Und ich. Ich saß da wirklich über eine Stunde, um diese komischen Pokémon zu entwickeln. So, und jetzt? Ich spiele jetzt einfach die Flöte, oder? Geht das? Ach man, ich weiß nicht, was ich machen muss. Items.
Ah ja. Vielleicht kann man das fangen. Ich gehe kurz ein paar Bälle kaufen. Lass mich hier durch, danke. Zack, zack, rüber, da, da, da und da. Warte, die verkaufen keine Bälle. Jetzt weiß ich, wieso ich keine Hüberbälle hatte. Also nicht so viele. Und dafür immer erst hier hin muss. So. Hi. Das ist ernsthaft der einzige gute Laden. Dann kriegt man alles Mögliche. 10 werden reichen, oder? Beleber, gibt's hier einen Beleber? Okay, der hat jetzt nichts zum Heilen, aber. Naja. Ja, okay. So, ich geh jetzt zu Sally B. Mann, warum muss ich dieses Spiel jetzt so strecken? Beziehungsweise der Part. Ich wollte eigentlich nur diese Flöte dort spielen. Ich mag irgendwie kurze Spiele mehr, ganz ehrlich. Okay, das Spiel ist jetzt nicht gerade lang, aber... Was ist das denn jetzt? Was muss ich machen? Was? Ah. Okay. Was mache ich jetzt? Ich gehe nochmal zu Sophos. Ich lese zwar vor, was die Leute sagen, aber wirklich aufnehmen? Ich nehme es eigentlich kein bisschen auf. Ja toll, was soll ich denn jetzt machen? Ich gehe jetzt mal nach... Geheimnisvolles Labor. Ich glaube, hier muss ich hin. So. Disco-Bande. Nein. Nick, ich bin's Grant. Sie haben eben zwei Typen geschnappt. Ich glaube, es sind Leute von The Queen. Vielleicht haben sie dir etwas zu erzählen. Sie stecken bei uns in der Arrestzelle. Komm schnell nach Pyritus. Sicher. Okay. Ach, die sagen mir jetzt bestimmt irgendein. Ach, die geben dir die Schlüssel. Verständlich. Ey, wo Pyritus? Ah ja, ich gehe einfach direkt hin. Wo war das nochmal? Hier. Hi. Hm, ja, die beiden, die wir verhaftet haben, verraten uns überhaupt nichts. Vermutlich fürchten sie die Rache der Organisation. Du bist eine Gute, sag mir doch bitte die Nummer von deinem PDA oder Pokedata. Ich werde euch informieren, sobald wir etwas erfahren. Was ist das denn jetzt? Naja. Ich rede mal mit dem Typen los. Ja, hi. Ja. Hier, da steht nichts drin. Ich geh mal zu Grant, vielleicht wisst ihr genaueres. War das hier? Hotel, ne, hier war's nicht. Hier war's. Ne, hier war's auch nicht. Ach doch.
Ah, ne, Kommissar Herkules hat zwei Frauen verhaftet, die für die Queen gearbeitet haben, aber die beiden sagen leider gar nichts, deshalb kommen die Ermittlungen nicht voran. Und jetzt sind sie in die Arrestzelle auf der Polizei. Geh schnell hin und helf dem Kommissar. Der hat mich gerade weggeschickt. Krass. Ich schau mich mal um. Hier habe ich doch von jemandem noch nicht das Krypto-Pokémon gefangen. Vielleicht steht er wieder hier rum. Zufall? Womöglich. Ich will sie auf keinen Fall besiegen, das wäre ziemlicher Fail. Wie regel ich das am besten? Wie regel ich das am besten? Gute Frage. Body Slam setze ich mal auf Voltilam und. Wie sieht die Schnapptour ein? Das reicht ja dann nicht, aber die nächste Attacke. Müsste reichen. Jeder ist paralysiert. Du Miesel, hör auf. Noch einmal Body Slam und einmal nicht Items, sondern Hypnose. Auf ein paralysiertes Pokémon. Das nennt man auch Effizienz. Tuska. Das wird gefährlich fast. Ah, ich hoffe mal, es reicht ganz knapp. Okay, es hätte schon mehr abziehen können. Was ist das denn für eine Attacke? Oh Mann. Ich wage jetzt meinen Kryptoschlag. Wovor hatte ich eigentlich gerade Angst? Bälle, Hyperball benutzen. Dummiesel. Kampf. Kryptoschlag. Dummiesel. Du bleibst jetzt gefälligst drin. Danke. Ich glaube, ich werde doch alle Pokémon fangen.